Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Earthbound Beginnings. Wir haben es endlich in die zweite Stadt geschafft. Das hat ja auch lang genug gedauert. Schauen wir uns gleich mal um. Dieses Haus ist mal extrem leer. Hier sind ein paar Räume. Was ist das? So eine Art Schule? Jedenfalls gibt es hier eine neue Melodie. Und da ist ein Kind. Oder ist es ein Mädchen? Renn nicht in der Halle! Ja, es ist eine Schule. Ist das die Schule, in die wir vielleicht gehen? Kleine Wunden können hier behandelt werden. Aber echte Krankheit muss in einem Krankenhaus behandelt werden. Ich glaube, die hat mich gerade geheilt. Ja, tatsächlich, meine PP sind zwar nicht geheilt, aber... meine HP, das ist nice. So als das Krankenzimmer. Ich bin beschäftigt, also kann ich dir jetzt nicht helfen. Du musst später zurückkommen. Schon wieder so ein Ort, wo ich später hin muss. Der Magican, der ist mir noch gut in Erinnerung. Hier ist auch ein Mann. Warte eine Minute. Ich glaube nicht, oh Gott, da fehlt ein Ehrenbelief. Ich glaube nicht, dass ich dich vorher schon gesehen habe. Du bist nicht von hier, stimmt's? Ja, stimmt. Ich verstehe. Renn einfach nicht im Flur. Hanna hat vorhin gesagt, das ist Flur. Ja, hier sind verschiedene Kinder. Hast du schon Super Mario Bros. 7 gespielt? Ich spiele immer noch Super Mario Bros. 3. Tja, Super Mario Bros. 7 ist nie rausgekommen, das heißt jetzt New Super Mario Bros. Es war eine ganz schöne Herausforderung für mich. Du bist spät, nicht? Kann ich die Tafel angucken? Nö. So kann ich an dem Jungen vorbei, ich will noch mit dem Mädel da reden. Na Kleine, was ist... Hast du einen komischen Mann im Labor gesehen? Nun, ich habe ihn gesehen. Nee, da war niemand im Labor. Wieso sollte ein komischer Mann im Labor sein? Wovon redet ihr da? Muss ich mir Sorgen machen? Hi, kleine Rothaarige. Was? Ach so. Ich weiß immer noch nicht, wie ich meine Substation übertragen soll. Das hört sich irgendwie viel mehr nach Unimotte als Grundschulmotte an. Keine Ahnung, die Unimotte ist noch schlimmer. Ich glaube, Cartwheel ist irgendeine Gymnastikübung wie ein Rad. Weiß es gerade nicht. Also ich kann kein Rad schlagen. Aber wieso redet ihr darüber im Klassenraum und ich verstehe es gerade nicht. Ich denke, ich muss es nicht verstehen. Falsch. Ich will mit dir reden. Der Hausmeister hat den Schlüssel zum Dach. Aber er wollte ihn mir nicht geben. Ich habe gesehen, wie Utti Explosives gestohlen hat. Oh Utti, wenn du hier zuguckst. Das ist deine Schuld. Ich habe Angst, was der Herr Lehrer Tour sagen wird. Ich bin Susi. Ich bin die Miss Mavisville. Bin ich nicht hübsch? Und wie? Du bist auch hübsch. Oh Mann, da werden wir von einem kleinen Mädchen angemacht. Da können wir nach oben. Noch mehr Klassenräume. Diese Schule ist größer. Ich hätte gedacht, naja, Schulen sind groß. Hätte nicht gedacht, dass ich in eine Schule renne. Es ist zu blöd, dass das Tor zum Dach verschlossen ist. Vielleicht möchtest du mich, vielleicht möchtest du dich mir anschließen. Ich wollte nach draußen gehen und mit meinem Gameboy spielen, ja, warum eigentlich nicht? Du redest nicht viel, was? Jetzt nicht, nur weil wir wenig reden. Ich habe gehört, Erdbeertofu ist in großen Städten sehr berühmt. Ich möchte es probieren. In anderen Spielen wäre das eine Sidequest. Der Sportlehrer hat mich schon wieder extra Push-Ups machen lassen. Ich würde lieber Sit-Ups machen. Was sind eigentlich Push-Ups und Sit-Ups? Also Sit-Ups kenne ich, was sind Push-Ups? Wahrscheinlich Kniebeugen. Denke ich mal. Weiß jetzt nicht wirklich den Unterschied. Also irgendwie tut hier niemand im Unterricht sein, die hängen alle nur rum. Wie kannst du dich denn in einem Schulhof verlaufen? Ich kann es nicht glauben, ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin hungrig, lass uns Mittagessen. Ich habe auch Hunger, aber es ist zu spät zum Mittagessen, es wird Zeit fürs Abendessen. Was, Man? Bist du nicht eine Sie? Halte mich nicht für einen gewöhnlichen Mann. Ach so, das sind Papas liebste Worte. Und verwirr mich doch nicht so, Kleine. Ich habe schon gedacht, wir haben Transgender-Charaktere im Spiel.
sind noch ein paar. Ich hab diesen Schwächling Utti gehänselt. Aber er ist abgehauen. Hey, bleib hier. Wir haben diesen Schwächling Utti gehänselt, richtig? Ja. Tja, auf jeden Fall haben wir Utti am Anfang benannt, also geht Utti in diese Schule. Verdammt, ich habe, glaube ich, nichts. Kein Platz. Ich brauche eh kein Plastikbett, zumindest jetzt noch nicht. Quatsch, ich rede mit dem Geschenk. Hallo Geschenk, gib mir dein Item. Pff, das hätten wir einfach kostenlos gekriegt, ja. Aber das brauche ich gerade nicht. So, da sind noch ein paar Kinder. La la la. Löwenzahn-Samen fliegen den Himmel hinauf. La la la. Ich mag die Musik am meisten. Ob wir die Ocarina vorspielen können? Sei ruhig in der Bibliothek. Achu! Ja, und dann musst du niesen. Was war das eben für ein Grafikfehler? Ich denke, Utti wird wachsen und ein Computeringenieur sein. Hey, ich glaube, das ist unser Utti. Ist das nicht dein Job? Ich weiß nicht, was ein Packlog ist, aber ich denke mal, es ist ein Schloss. Wahrscheinlich ein Hängeschlock. Ein Hängeschloss. Da ist ein Hängeschloss auf der Tür. Ja, da ist ein Hängeschloss an der Tür, die ja der Spitze der Treppen ist. Na dann, wir sind fertig in der Schule und diese Grafikpacks machen mich gerade ein bisschen fertig. Die sehen creepy aus. Was ist los? Ich denke ja, ich bin vergiftet oder sowas. Hoffentlich sind die draußen wieder weg. Nee, sie sind immer noch da. Warum ist das? Du machst mich gerade völlig fertig, Spiel. Wir schauen uns jetzt den Rest von Mavisville an. Ist das hier der Schulhof? Was macht ihr denn hier? Eine schreckliche Kreatur hat mich verprügelt. Wenn du zum Bahnhof gehst, pass auf. Das ist nochmal ein Curfew? Wahrscheinlich die Barriere. Ich habe gehört, die Barriere in Podunk wurde aufgehoben. Du weißt, was das bedeutet, nicht? Wir können nun wieder die Brücke benutzen. Ja, vielen Dank auch. Wäre toll, wenn wir die Brücke benutzen könnten. Ich komme schließlich von der Brücke. Wollt ihr nach Podunk oder was? Auf geht's. Du siehst die ganze Zeit so glücklich aus. Echt? Echt jetzt? Ich mach doch ein ganz neutrales Gesicht. Achso, ja, die Türen kann man ja nicht. Was müssen wir jetzt eigentlich tun? Also wir müssen wohl irgendeine neue Aufgabe in Mavisville finden, schätze ich mal. Wurde da uns nicht irgendwas von einem Mädchen mit übersinnlichen Kräften gesagt? Das hört sich vielversprechend an. Ich habe meinem Kind gesagt, dass es erst lernen soll und dann Nintendo-Spiele spielen. Das sind die Regeln in meinem Haus. Das hört sich nach guten Regeln an. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Check. Diesen Herbst kommt die Dankensdebutante, wie ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Finanziert von der Architektur und Construction, also Erschaffung von der Duncan Company. Was ist die Duncan Company und alles? Die Katzen haben mich gerade abgelenkt, Entschuldigung. Ach, ich will doch das Schild lesen. Die Twinkle Elementary School. Ja, das ist eine Grundschule. Die Duncan Enterprises wollen ein... Was ist ein Strip Joint? Wollen ein Strip Joint hier bauen. Keiner in der Stadt mag das. Ich glaube, ich habe eine Aufgabe gefunden. Ich denke. Der Felssturz auf den Bahnschienen. Die könnten mit einer Duncan Factory Rocket weggeblasen werden. Also einer Rakete, ja? Immer gut zu wissen. Ich habe das von Duncan's Factory im Norden bekommen. Und das wäre? Vielleicht darf ich nichts in meinen Taschen haben. Na gut, wir gehen jetzt mal in den Department Store. Weil wir auch mal wieder abspeichern wollen. Wir brauchen ein bisschen Kohle. 551 habe ich dabei. Okay, dann brauche ich doch keine Kohle. Erstmal speichern wir hier ab.
Hi, Dad. Oh, wir haben wie viel Geld jetzt? 1483. Und wir brauchen noch nur noch 150, sind wir ja bei Level 15. Ja, bitte. Was, wir haben noch 10 Minuten für diesen Part. Aber ich habe noch nicht so wirklich meine Aufgabe, nur dass dein Factory nicht beliebt ist. Ja, ich möchte bitte Sachen, die ich gerade nicht benötige, weggeben. Die Ocarina? Ach so! Ich kann Sachen verkaufen! Tja, ich hätte gern Sachen in mein Lager getan. Antidote, Asthma Spray, Life Up Cream. Auch nichts. So, gibt's hier vielleicht neue Waffen? Ein Aluminium-Bett und ein Boomerang. Ich würde ja schon gerne ein Aluminium-Bett haben. Aber ich kann hier gerade nichts wegwerfen. Wirklich, ich müsste einen Ort finden, wo ich mein Zeug mal weglegen kann. Gibt's jetzt noch Essen? Oven Juice, Bread oder Sports Drink? Gerade nichts. Oder ich bräuchte einen neuen Charakter, der mir mal ein bisschen was... Variety Goods. Ruler, Stungun, Rope oder Ripple Ring. Ach, das sind so Sachen, die im Kampf helfen. Na gut, jetzt sind wir ja erstmal fertig und meine Waschmaschine ist auch gerade fertig, höre ich. Mit der Aufnahmepause muss ich die nasse Wäsche in den Trockner bringen. Das ist der Service. Okay, ja, also gehen wir jetzt ins Hotel und gucken uns dann noch ein bisschen um. Und dieses ganze Rote könnte mal aufhören. Ist das auch hier? Auf meinem Tablet oder nur am PC? 65, jawohl. Ja, hör auf mit den Bedbugs. Also dann. Das Hotel in dieser Stadt ist nicht viel besser als das in Podunk. Und trotzdem ist es so teuer. Tja, egal. Ich wollte nur meine DVP aufgefüllt haben. Mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Der Hotelraum ist... Ja doch, es ist... Das liegt am Spiel, dieses rote Flackern, nicht an meinem PC. Keine Ahnung. Da kann ich nichts gegen tun. Vielleicht hat es auch irgendwas zu tun mit diesem Ort. Wir dürfen auch nicht vergessen, das ist ein NES-Game und die haben teilweise ganz schön merkwürdige Grafikglitches gehabt. Ein Restaurant! Rant, rant, rant. Happy Restaurant! Also Rant, rant heißt sowas wie Faselgelaber. Bist du glücklich? Das war merkwürdig. Alle Restaurantbesitzer lieben Musicals. Echt? Ich denke, Spaghetti ist ebenfalls deliziös. Ja. Mein Lieblingsessen. Ich liebe mir meine Spaghetti. Gibt's jetzt noch irgendwas in Marysville zu sehen? Gibt's eigentlich irgendwelche Abkürzungen, wenn ich mir mal so angucke? Wir sind ganz schön weit gelaufen von Podunk nach Marysville, aber auf der Karte sieht es halt so aus, als ob man da einen direkten Weg machen könnte. Hier sind noch ein paar. Ich hab noch nicht alles gesehen. Entschuldige mich. Könntest du diese Questionnaire... Keine Ahnung, was ein Questionnaire ist. Diese Frage beantworten, ja? Denkst du, dass die Zugtickets zu teuer sind? Ich weiß nicht, wie viel sie kosten. Ich sag mal ja. Hast du das Bullhorn benutzt? Nein. Danke für deine Kooperation. Als Austausch? Für deine Zeit? Diese Telefonkarte ist für dich. Es sieht so aus, als hast du zu viel dabei. Ja, ich muss irgendwo mein Zeug loswerden. Macht man das denn außer zu Hause? Große Steine blockieren die Bahnschienen. Der Zug kann nicht vorbei. Ich will mir das Schild angucken, dass das Krankenhaus stimmt. Willkommen zum Marysville. Billig, schnell und schön. Der beste Doktor ist der alte Sorbonne Spenny. Du kannst jetzt die Vorteile von speziell bepreisten, keine Ahnung, wie kann man das auf Deutsch sagen, Behandlungen in Anspruch nehmen. Ob du tot oder am Leben bist, beschütze dein Leben. Das war... Hä? Ich möchte ein Doktor sein und kranken Leuten helfen. Und ich möchte dabei jede Menge Geld machen.
Ich werde mal kurz den Doktor besuchen. Wen möchtest du denn hier besuchen? Tut mir leid, hier gibt es keinen Patienten mit diesem Namen. Ach so, ich konnte es denn. Ja, ich glaube, wenn jemand K.O. geht, dann muss man hier hingehen und denjenigen besuchen oder so. So, da ist der Doktor. Zeig mir erst dein Geld, dann werde ich dich behandeln. Nun, in deinem Fall muss ich $242 für deine Behandlung. Dieser spezielle Preis ist nur für dich, also wirklich nein. Fein, dann stirb halt. Ich werde einen Leichenbeschauer anrufen. Was bist du denn für ein Doktor? Er wollte mir die Hälfte meines Gelds wegnehmen und ich bin noch nicht mal krank. Der wollte Doktor werden. Hier geht's raus aus der Stadt. Dann laufen wir mal ein bisschen schneller in die Richtung. War ich hier drin? Da können wir nicht rein. Das ist der Burgerladen. Was können wir denn hier kaufen? Das Übliche? Oder habt ihr was Neues im Angebot? Oh, genau dasselbe. Okay. Ja, das hat sie gesagt. Wenigstens denke ich, du solltest nicht mehr tragen. Halte mich nicht für einen gewöhnlichen Mann. Auch wenn ich ein gewöhnlicher Mann bin. Ach, du bist der Vater von dem Mädchen. Hey, ein Polizist. Was heißt mit der Schule passiert? Du hast doch Schule, oder? Ja, das frage ich mich auch. Warum sind wir nicht in der Schule? Hier ist noch ein Mädchen. Oder eine Frau. Mein Ehemann ist ein wichtiger Mann in der Tümpelschule. Er isst niemals ein Mittagessen. Ist das jetzt sowas Gutes? Ich habe gehört, dass viele angsterregende Monster außerhalb der Stadt herumlungern. Ich habe Angst, dass sie mir mein Geld wegnehmen. Das kann wirklich passieren, das haben wir ja schon gelernt. Hier geht's ja immer noch weiter. Ich dachte größer als gedacht. Hast du schon mit der Sweet Little Factory? Nee, noch nicht. Wieso sagen die immer Hamm? Sachen, die ich nicht verstehe. Sind wir immer noch in Marysville? Ja, aber nicht mehr weit ist es jetzt. Bald sind wir wieder draußen. Da ist noch jemand. Ich habe gehört, dass in der Duncan's Factory im Norden sie haben angefangen, riesige Raketen zu bauen. Hier sind noch andere. Wie können wir bloß die großen Felsen von den Bahnschienen bekommen? Von den Gleisen. Ich wette, der Bürgermeister lässt sie dort, bis es Zeit wird für die Wahl. Wo ist denn das Rathaus? Ich will mit dir reden. Geh in die Schule, du bist doch ein Schuljunge, oder? Irgendwie nicht. So, und hier noch? Ich habe gehört, dass seltsame Dinge in Podunk passiert sind. Ja? Mutter, ein Zombie wurde gekidnappt. Tiere haben die Straßen unsicher gemacht. Alle möglichen merkwürdigen Sachen. Es war kein Zombie, der gekidnappt wurde. Er kam nur mal Westwell. Podunk ist im Westen. Die Union Station ist im Norden. Ich denke, wir müssen zu dieser Union Station. Wenn ich jetzt von hier nach Westen nach Podunk laufen kann, es wäre natürlich perfekt, dann könnte ich mal mein Zeug loswerden, das ich gerade nicht benötige. Wir können ja mal gucken gehen. Und hier gehen wieder die Kämpfe los. Was, ein Spike-Truck? Was? Was ist das hier? Moment mal, wieso haben wir eigentlich so wenig HP? Ich meine, ich habe keinen Kampf gehabt und hat der Doktor jetzt etwa die HP weggenommen? Ich war doch im Hotel. Also ich werde nie wieder mit diesem Doktor reden. So, jetzt sind wir wieder voll. Gut, dann schauen wir mal, ob wir jetzt ordentlich nach Podunk kommen. Den wir einfach hier langlaufen. Wir scheinen jetzt eine Abkürzung geschaffen zu haben. Das ist gut. Ich wollte das Schild lesen. Ich habe eigentlich kaum noch Zeit für den Part. Ich wollte gleich mal auf die Karte schauen.
Und vielleicht überziehen wir ein bisschen. Ja, es ist wirklich nicht weit weg. Hier auf dem Weg bleiben. Und hier hoch. Halt, wenn wir hochgehen, kommen wir zum Zoo, stimmt's? Wir wollen aber nach Hause gehen. Das heißt, wir müssen komplett in den Westen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Gott, dieser Grafikbar kriegt mich aber auch gerade auf. Was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Wo kommt der plötzlich her? Das war doch alles in Ordnung. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, müssten wir dann eigentlich bei Pippis Haus vorbeikommen. Und dann zu unserem eigenen Haus. Jawohl, passt doch. Das passt doch. Huch, verdammt, ich hab was gedrückt, das ich nicht wollte. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann im Mavisville wieder. Wo wir uns dann mal die nächsten paar der Union Station ansehen werden. Wir haben gewonnen. Was stand da eben? XP Code? Och nein, sag bloß, wir haben die... Wir haben eine Erkältung, aber wo kommt die denn her? Müssen wir uns doch vom Doktor behandeln lassen? Vielleicht gehen wir zum anderen Doktor in Podunk. Oder Mama hilft uns. Oh, du wurdest ja verwundet. Ich werde Spaghetti kochen. Iss dein Abendessen und ruh dich aus. Wenn du wieder Spaghetti essen möchtest, komm einfach jetzt her zurück. Wir haben immer noch Cold. Interessant. Hat der Doktor uns krank gemacht. Also, wir müssen hier mit unserer Schwester reden. Die gibt uns wohl... Wir können also unsere Items hier reinlegen, die wir gerade nicht benötigen. Also mit dir stimmt's. Ich habe mich so erschreckt. Oh, schau mal, was in der Puppe ist. In der Puppe ist eine seltsame alte Musicbox. Als die Musikbox aufgedreht wurde, hat eine Melodie angefangen zu spielen. Ach, hier ist das die erste Melodie. Oder sich hier nochmal hinbinden. Sen hat sich den Ton gemerkt. Die zweite fehlt auch noch. Wo ist die denn? Nein, ich bin Mimi. Tu mich nicht mit Mini verwechseln. Ach, ihr seid Zwillinge. Dann ist das Mädel unten. Dasjenige, das uns unser Kram halt. Ich bin Mini. Was kann ich für dich tun? Ich möchte Sachen für dich. So, bitte das Wort. Ja, ich werde das Schwert aufbewahren. Die Ocarina. Und den Onyx-Hook. Nein, erstmal nicht. Jawohl, wir passen schon auf. Okay, wir werden dann jetzt erstmal noch zurück nach Podunk laufen. Und noch ins Hospital gehen, bevor wir den Part binden. Ich will gucken, ob wir uns dort behandeln lassen können. Oder ob wir das in Marysville machen müssen. Und dann beende ich den Part und wir sehen uns in Marysville wieder. Das müsst ihr jetzt nicht unbedingt sehen, wie ich da hinlaufe. Jetzt muss ich nur das Hospital in Podunk finden. Wir kriegen keine XP, solange wir das haben. Das ist scheiße. Das ist wirklich verdammt bescheuert. Mann, es wird schon dunkel draußen. Dummer Winter. Eiskalt ist es auch noch. Hippie, lass uns in Ruhe. Wir kriegen gerade eh keine XP. Es ist vollkommen sinnvoll, sinnfrei gegen euch zu kämpfen. Ich möchte einfach nur hier weg. Okay, wir haben es nach Podunk geschafft. Müssen wir nur noch das Krankenhaus hier finden. Wo auch immer das nochmal war. Das ist das Hotel. Kann natürlich auch sein, dass es das Krankenhaus hier noch überhaupt nicht gab. Doch, da gibt's das. So, mal sehen, ob der Doktor uns hier behandeln kann. So, der Doktor ist wahrscheinlich hier. Gut. Für 25. Ja, jetzt geht's uns wieder gut. Also wirklich, der andere Doktor hat uns über den Tisch gezogen und uns auch noch krank gemacht, oder was? Dann kam diese Erkältung hier. Also dann, wir sehen uns dann wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich mit weniger Denken, mehr Spielen. Bis zum nächsten Mal.